Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. So, wir sind wieder auf dem Weg nach Nashkel, werden die beiden Gebiete noch abklappern, bevor wir dann uns in Nashkel umsehen und weiter, also Nashkel und Jahrmarkt und dann in die Minen gehen. Höchstwahrscheinlich. Wie ihr wünscht. Außer ich entscheide mich kurzfristig doch noch Edwin aufzunehmen. Dann müssen wir erst in die Gnollfestung und Dünaeir töten. Ja, großer böser Spoiler. Weil. Ja, Dünaeir kennen wir ja aus unserem ersten Let's Play. Da hatten wir sie in der Gruppe. Und haben dann Edwin getötet, einfach weil die beiden sich nicht riechen konnten. Ein untergegangenes Haus. Ihr habt keine Ahnung, seit wann es schon leer steht. Oh. Hi, Ghoul. Okay. Ghoul löst sich in Luft auf. Oh, Ghoule. Nicht so gut. Noch weniger gut. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Ghoule nicht mag in diesem Spiel. Weil sobald jemand festgehalten wurde, ist er so gut wie tot am Anfang. Und ja, ich hätte einen Quicksave machen können, aber ich fand, das hat sich nicht rentiert, so. Worum, wie ihr wünscht. Auf die kurze Strecke. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Okay, jetzt sind's Hobgoblins. Kann ich helfen? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Und das war der nächste Tote. Wie ihr wünscht. Noch mehr Hobgoblins. Diesmal aber kein Ghoul. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. So, Vizione hat einen Stufenaufstieg trotzdem gekriegt. Was ich gut finde. So, Stufenerhöhung. 8 zusätzliche Trefferpunkte. Ist gut. Und ein Zauber des zweiten Grades. Jetzt ist sie Stufe 3 schon. Während andere noch mit 1 und 2 beim 1 rumkrebsen, was krass ist. Mal sehen. Gesang hat, glaube ich, nur. Stärkt die eigene Gruppe, schwächt Feinde. Wenn der Gesang beendet ist, erhalten alle, die dem Anwender freundlich gesonnen sind und im Wirkungsbereich befinden. Zudem ist die Anzahl der Würfelseiten für alle Schadenswürfel, die nicht den Basisschaden um 1 reduziert.
Heißt das jetzt, unsere Zauber werden durch Gesang schwächer? So lese ich das raus, das ist mir neu. Flammenklinge. Flammenklinge sind immer gut zu haben. Und vielleicht Rindenhaut? Nee, nehmen wir Stärkung. So. Ich hab keinen Bock zu reden. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Du heilst ihn mal. Oh, Pfeile, das ist praktisch schon mal. Sie trägt ja bereits einen Helm, gut. Pfeile, Pfeile, Edelsteinchen. Helme können zu gehen, die sind nämlich nicht schwer. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. So, haben wir ein paar Pfeile mehr. Und können uns weiter umschauen. Tag, Ghoul. Ein Feueropalring. Ja, Ghoul haben komischerweise immer Schmuck oder Edelsteine dabei in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, ich müsste mal das Monster-Kompendium von Baldur's Gate oder so lesen, ob das da drin steht, warum Ghule immer Schmuck oder Edelsteine bei sich tragen. Lasst uns ordentlich verdrechen. So, in dem Fall hat er Geld dabei. Also ja, ich gehe jetzt erstmal am Rand entlang. Wahrscheinlich werde ich Imoen wirklich austauschen. Weil erstens ist sie mit meinem Ruf nicht zufrieden, was ich irgendwie verstehen kann. Imoen ist ja ein recht... ist ein neutral guter Charakter. Und ich werde meinen Ruf wahrscheinlich nicht höher als 14 bringen. Und wenn ich ihn auf 14 bringe, dann bin ich immer noch am überlegen, ob ich Chartil gegen den Ork-Paladin austausche. Einfach weil ich es interessant finden würde. Wie kann ich helfen? Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, wie gesagt, am Anfang nehme ich wirklich alles mit, was geht. Ja? Wenn es blutet, kann ich wirklich. Weil was mich halt an Chartil ein bisschen stört, ist, dass sie chaotisch böse ist. Nur zu fragen. Der Ork ist wenigstens rechtschaffen böse, was das Ganze ein bisschen relativiert, weil eigentlich wollte ich keine chaotisch bösen Leute aufnehmen. Mal.
Und ja, jetzt fangen wir mal an, wieder Zeug liegen zu lassen, weil es wird einfach zu viel. Also ich wollte einfach, was das angeht, im Raster bleiben. Also wenn ich es mal so aufzeigen darf. Ja? Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Bin ich das ja mit... Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit ja? Ich das ja hier mit neutral böse. Dann gibt es hier rechtschaffen böse, rechtschaffen neutral und die gute Reihe oben, die lassen wir mal weg. So, dann gibt es hier rechtschaffen neutral, absolut neutral und chaotisch neutral. Rechtschaffen böse, neutral böse und chaotisch böse. Und ich wollte eigentlich hier oben die neutrale Reihe und hier unten rechtschaffen und neutral böse meine Charaktere haben. Und Chartil hängt jetzt halt hier in dieser Ecke, die ich ignorieren wollte. Den Ork kann ich halt im Augenblick noch nicht aufnehmen. Erstens, weil ich nicht genug Reputation habe und zweitens, weil ich ihn noch nicht aufnehmen kann. Aus irgendeinem Grund. Wenn ich nämlich mit ihm rede, dann ist er nur schlecht gelaunt. Und ich darf halt nicht unter 7 abrutschen, sonst wird's unschön, weil dann ständig irgendwelche Wachen kommen und mich töten wollen. Weil ich einen schlechten Ruf habe. Oh, ein Kreischling. So. Kreischlinge sind immer nett. Die sterben schnell, haben nichts dabei. So, jetzt gehen wir hier runter, gehen da hoch und dann gehen wir da rüber und die Straße runter. Oh, da ist unser Ghoul-Freund. Meine Zunge wird euch zurechtstutzen. Und ja, ich könnte einfach gegen Ghule, die ich so finde... Oh, Höhle? Höhle. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Oder vielleicht frostigen Tod. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Oder vielleicht frostigen Tod. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Okay, wir sollten da bald heilen und, Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was wollt ihr? Hier lang! Erstmal das Wäldchen hier noch aufdecken, so. Ich liebe Blutvergießen. Sie mal heilen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Hier die Klunker. Und die Stiefel einsacken. Das war... Ja, die verlorenen Stiefel. Gut. Identifizieren kann ich leider immer noch nichts von mir aus. Ich gebe mir mal kurz den Beutel, dass ich die ganzen Schmucksachen da einpacken kann. So. Gut. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Das heißt, wir machen einen Quick Save und gucken uns diese Höhle an. Ja? Ja. Hier ist niemand drin. Ja? Ihr braucht nur zu fragen.
Nebenbei, Spieleinstellungen. Rückmeldungen. Nee, das wollte ich nicht. Ist das dann unter Sound? Ja.